Herzlich willkommen zu jetzt definitiv dem letzten Ende, das wir in The Captain spielen werden. Zumindest in diesem Let's Play. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann nochmal wieder anfassen werde. Das ist aber nicht so ganz wahrscheinlich. Es steht jetzt noch aus, eine relativ große Storyline, nämlich um die Kinder der Natur, die Upper Space und die Lower Space Technologie, in der Hoffnung, dass wir es dennoch rechtzeitig zurück zur Erde schaffen. Und ich habe nochmal das ein oder andere hin und her sortiert, ob ich noch irgendwo 2-3 Tage rausschinden kann. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Insofern habe ich jetzt nicht nochmal neu angesetzt und neu sortiert, um das Maschinen-Upgrade zu kaufen oder die das restliche Dromium noch zu kaufen, sondern würde jetzt von dem Trade and Pay, bei dem wir zuletzt gestartet sind, direkt nach Lime weiterfliegen. Bin gespannt, wie das Ganze sich anfühlt, wenn man dann in dem Setting tatsächlich noch einmal operiert. Das wird, glaube ich, noch mal ein Stück weit größer werden als Phantom Purse. Aber lohnt sich, glaube ich, für die Grundausrichtung des Spiels, zumal wir mit den Greenfingern tatsächlich eine Menge falsch gemacht haben, wenn man das Ganze moralisch sieht. Also wir machen uns auf nach Lime und starten die eine der letzten großen Story-Missionen und bin gespannt, was uns hier erwartet. In der Zwischenzeit auf der Verteidigungsstation Ortis. Das ist jetzt der Angriff auf meine Frau, Sarah. Und wir springen das mal. Ich müsste mir jetzt nur notieren, wie viel Zeit wir noch haben. Guten Morgen, Captain. Ja, Schiff, ich wollte nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke. Dann gehen wir mal direkt den Kommandosessel. Wir sind an Tag 255 und jetzt haben wir plus 80 Tage Zeit, um nach Ortis zu kommen. Und das sollten wir schaffen. Captain, es kontaktiert dich jemand. Ja, das kann ich sehen. Sie ist als sehr dringend gekennzeichnet. Okay. Dann sollte ich wohl antworten. Baue Verbindung auf. Dein Schiff wurde als Empfänger von Informationen identifiziert. Bitte bestätige den Namen Copernicus. Es tut mir leid, aber wer bist du? Ich wiederhole. Dein Schiff wurde als Empfänger von Informationen identifiziert. Bitte bestätige den Namen Copernicus. Bestätige. Danke. Bitte warte, um die Missionsdaten zu erhalten. Die Daten mit der Bezeichnung Yama Batra wurden an dich gesendet. Okay. Danke, schätze ich. Folge einfach den Anweisungen, um deine Mission zu erfüllen. Con out. Us and the Children of Nature. Gut, Captain, du hast eine neue Nachricht auf dem Infopad. Okay, danke. Dann schauen wir doch mal. Da. Ort Lime. Alien Square, Ziel Dr. Ippenheimer, Adresse West Lime Region, König K, Golden Rail, Tower 65, Sirup wird aus Sirup hergestellt. Okay. Was? König K? Star 87, Golden Rail,
Das sind Passwörter. Tower 65 und Sirup wird das Sirup hergestellt. Na gut. Klar, was sonst? Okay, das ist nicht so ganz unwichtig. Das scheint ein Zugangssystem zu sein. Alien Square und Handelsposten. Dann landen wir doch am Alien Square. 255 plus 80 macht 235. Na, mal sehen, ob ich das schaffe. Kontakt. Reisebüro Alien Square, hier spricht Rack, was kann ich für dich tun? Ich kam gerade vorbei, als dieses Space Gate Werbung sah. Ah ja, das Space Gate, was möchtest du wissen? Wie bekomme ich ein Ticket, wenn du nicht bei einer interplanetarischen Handelsgesellschaft registriert bist? Nein. Es gibt also keine Möglichkeit für mich als Privatreisenden ein Ticket durch das Space Gate zu erhalten. Nicht über die offiziellen Kanäle. Nein. Okay, danke. Okay, ich muss los. Einen schönen Tag noch. Ja, das war sehr aufschlussreich. Dann landen wir mal. Keine Handelszone. Du betrittst eine lumianische Freihandelszone. Ab diesem Punkt ist kein Import-Export mehr erlaubt. Dann reden wir nochmal mit dem Zollarbeiter. Willkommen auf Leim. Du bist dabei, eine handelsfreie Zone zu betreten. Handelsfreie Zone, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du nach der Gewerbeordnung 3a verpflichtet bist, deine Besitztümer vom Typ C oder höher vorübergehend aufzugeben, während du dich in der handelsfreien Zone befindest. Wirf einfach einen Blick auf den Check-in-Bildschirm hier und er wird dir die Details erklären. Nur dann lagern wir das nochmal. Das nehmen wir an. Gut, danke. Du darfst jetzt eintreten. Solange ich es wieder mitnehmen kann, ist es ja egal. Das ist großartig. Oh, das ist General Evelyn, wie es aussieht. Ist das nicht der Typ, der mein Schiff Chef entführt hat? Ich glaube, es ist eine Werbung für eine Verleihung und seine übergeordnete Regierung. Es ist eine Werbung für etwas, das etwas mit der Zahl 42 zu tun hat. Was sind das Lebensgleiche? Handelsgrenze, Zalek, was kann ich noch? 12:34 Uhr. Kann ich auf einem Infopad um die Tage sehen? Kann ich denn sehen? Ein Jahr, 111 Tage. Kann ich mich so sekundär dran orientieren? Ich bin ein freundlicher Mensch. Ich bin zu jedem freundlicher, aber wenn du unfreundlich zu mir bist, dann wirst du dich nicht mit Freundlichkeit an mich erinnern. Alpha und Grüne Bohne, Bosmo. Okay, das ist also Mr. Bosmo. Schöne Statue. Sieht allerdings ein bisschen alt aus. Okay, also das heißt die Bestätigung, dass die Truppen durch das Space Gate zu unterstützen. Hallöchen. Hallo, was darf es sein? Was hast du? Wir haben Zeitungen, Zigaretten, Limonaden. Zeitungen.
Credit? Das macht 5 Credits. Wir brauchen kein Geld mehr. Bitteschön. So, jetzt habe ich eine Zeit. Aktuell mache ich eine zu jeder Stunde. Nun wieder von der Bundespolizei gegen den stärksten Unterstützer unserer stolzen Stadt, Franzi Bosman, wird erneut wegen krimineller Aktivitäten ermittelt. Sweiland ist ein Bundespolizist. Ausstellung auf Pi geht weiter. Was da gibt's? Das ist. Ja, wo bin ich? Was für Musiker? Ja, schauen wir mal, bevor wir irgendwo reingehen. Hallo, hallo. Du bist nicht von hier, oder? Nicht wirklich. Bist du ein Bulle? Nein, natürlich nicht. Haha, nein, das kann ich sehen. Hast du irgendwelchen Schrott zu verkaufen? Wie viel Schrott? Ja, du weißt schon. Schmuck, schicke Uhren, Schrott. Wenn du etwas hast, bin ich vielleicht an einem Kauf interessiert. Du kaufst also alles? Nein, natürlich nicht. Das muss einen Marktwert haben. Ich muss in der Lage sein, es später mit Gewinn zu verkaufen. Verstehst du? Ich habe vielleicht was zu verkaufen. Ja, was hast du? Wenn ich es mir recht überlege, behalte ich meine Sachen erstmal. Nun, du weißt ja, wo du mich findest, wenn du deine Meinung änderst. Ein Hehler. Oh. Achso, kann ich vielleicht bei dem Hehler verkaufen. Die kann ich 3 Dosen und 6 Shredders, könnte ich mir eine Zeitung kaufen. Ich glaube, darauf ist es angelegt, dass wenn man hier ohne Geld ankommt, dass man dann sich zumindest die Zeitung kaufen kann. Gut, dann gehen wir mal in die Tür. King Key. König K. ist das. Du siehst also, das Ding ist eine Weltuntergangsmaschine. Hm, das siehst du doch auch so, oder? Hey, wenn etwas verkaufst, bin ich nicht interessiert. Ich verkaufe nur die Wahrheit. Und die Wahrheit ist der Tod. Menschen werden sterben, wenn wir dieses Monstrum nicht abbauen. Ich denke, du solltest gehen, bevor ich die Polizei rufe. Hör mir zu, das Space Gate wird unser Verdammnis sein. Hey Mann, ich habe gesehen, wie ihr orangefarbenen Freaks mit euren Plakaten und Prophezeiungen durch die Straßen gelaufen seid. Und um ehrlich zu sein, du nervst mich. Ich weiß, dass du nur ein einfacher Barbesitzer bist, aber hey, wen nennst du hier einfach? Raus jetzt oder ich serviere euch als Snacks für meine zahlenden Kunden. Okay, okay, ich werde gehen, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Raus. Okay. Kids. Kings of Nature. Kids of Nature, schon da. Bargast. Wie geht es dir? Okay, ja, mein Name ist Thomas Wellmu. Ich bin Clementine. Nein, Thomas. Ups. Also gut. So, der kann schon mal nichts. Mit dem Barkeeper können wir reden. Weißt du was über das Space Gate? Ich schätze genauso viel wie der nächste Typ. Wie würdest du vorgehen, um eine Fahrt durch die Stadt zu bekommen? Das würde ich nicht tun. Das Space Gate ist ein Transportsystem für große Unternehmen und Regierungspersonal.
Zurzeit ist sie damit beschäftigt, Unionsschiffe in den Krieg zu schicken, der im benachbarten Cluster tobt. Ich kann sie nicht persönlich einkaufen. Nein, ich fürchte nicht. Wie würde jemand in dieser Stadt ein kleines Vermögen für ein Space Gate Ticket aufbringen? Ich weiß es nicht. Du könntest mit Mr. Rock drüben in der Ecke reden. Er prahlt immer damit, wie einfach es ist, in dieser Stadt reich zu werden. Wo sagtest du, finde ich Mr. Rock? Er ist der Typ in der Ecke, der raucht. Danke. Okay, da gehen wir vielleicht gleich hin und lassen wir hier. Was ist da drin, wenn ich schon reingehen kann? Schauen wir mal. Ein grabes Bild von einer Stadt, von einem Stadion. Sieht sehr alt aus. Dort eine Unterschrift drauf. Es ist in einem wirklich schlechten Zustand. Ich kann das nicht wirklich lesen. Sieht aus, als hätte jemand ein Stück Leder genommen und es eingerahmt. Vielleicht von einem Schwebeball. Einige Silhouetten spielen Schwebeball. Das kann ich jetzt. Die größten aller Zeiten. Das gefällt mir. Das ist ein Bild eines gebauten Mannes mit dem Text der Captain 75. Ricky von Wolfenwinkel. Nummer All-Star 87. Das ist es, King Key All-Star 87. Schlüssel. Ah. Na, dass man das findet man doch nie. König Key, All-Star 87, Golden Ray, Tower 65, Serum, Serum hergestellt. Okay, dann haben sie also hier den Schlüssel hinterlegt. Drummel Packendorf, Schwebeball, erste Liga. Nummer 33. Da ist nichts zu holen. Schwer zu erkennen, was es ist. The Flying Kings. Schwebeball. Okay, dann hat sich das doch schon gelohnt hier. Schauen wir erstmal nach, was wir da eingesammelt haben. Das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel, der hinter einem Bild in der Toilette gefunden wurde. Auf einer winzigen Digitalanzeige steht W4 bis 5. W4 bis 5. Dann gehen wir erstmal zu Mr. Rock, mal sehen, was der uns zu berichten hat. Das ist Hallöchen, hallo, schau. Gut. Ein kleines Paket. Okay. Hallo, mein Name ist Thomas, wie geht es dir? Ich bin wunderschön, danke. Ich bin neu in der Stadt und hatte einige Fragen. The Flying Kings. Einige Fragen zu diesem Ort. Solange du nicht für die Bullen arbeitest, helfe ich dir gern. Super. Was weißt du? Weißt du etwas über das Space Gate? Das Space Gate natürlich. Was möchtest du wissen? Ich bin daran interessiert, ein Ticket für das Space Gate zu bekommen. Nun, wie verzweifelt bist du? Sehr. Wunderbar, ich liebe verzweifelte Menschen. Das passt perfekt zu meinem Geschäftsmodell. Ich arbeite für eine kleine Organisation, wenn man so möchte. Mein Boss ist ein sehr einflussreicher Mann. Er hat viele Verbindungen und benutzt das Space Gate manchmal für organisatorische Zwecke. Ich könnte ein Treffen mit ihm arrangieren, wenn du wirklich verzweifelt bist. Wer ist dein Boss? Kein anderer als Mr. Bossman selbst. Okay, gut.
Der hatte ja die letzten Tickets auch für die Ausstellung verkauft. Das hat sicherlich auch einen Grund. Wer? Du machst Witze, oder? Nein, ich weiß nicht, wer er ist. Er ist der große Typ, der wie eine Statue vor der Bar steht. Er ist also ein ziemlich wichtiger Mann. Er ist der Gründer und Eigentümer der allseits bekannten Tower 65 Corp. Okay, das ist also Tower 65, das ist auch Ippenheimer. In der Ippenheimer Mission. Sagen wir einfach, er sorgt dafür, dass hier alles reibungslos abläuft und dass du ihn nicht enttäuschen willst. Ah, ich verstehe. Wie kann ich deinen Boss kontaktieren? Ja, das ist die große Frage, weißt du? Bei uns kann nicht einfach jeder zum Boss gehen. Er ist viel zu beschäftigt, als dass das funktionieren würde. Also ich habe einen Vorschlag für dich. Wenn du dich mir gegenüber erst einmal als würdig erweist, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was meinst du mit würdig? Ich habe drei kleine Aufgaben, die du für mich erledigen musst. Wenn du das erfüllst, halte ich dich für würdig. Wenn ich dir also helfe, hilfst du mir, durch das Space Gate zu kommen. So war ich hier sitze. Erzähl mir von der ersten Aufgabe. Du musst noch ein kleines Paket aufliefern. Was sagst du? Musst du mir dabei helfen? Klar, das klingt harmlos. Super. Bringe das Paket auf dem Tisch zu einem grünen Kerl, der in der Lobby von Tor 65 rumhängt. Dann machen wir es doch. Okay, das wird nochmal ein ganz eigenes Genre hier gerade. Da waren wir schon. Ein ganz eigenes Genre. Detektivspiel. Auch eins der typischen Point-and-Click-Genres. Jetzt haben wir dafür gemacht das, ne? Wir beobachten Dinge und das ist also Tower 65, da haben wir es. Witzig hier, das Entwickler-Logo. Logo-Fläche. Okay. Das ist also der grüne Mann. Hey, bist du der Typ, der auf einem Plakat der Paket wartet? Ich weiß nicht, wer bist du? Ich bin Thomas Wellmer, ich bin ein Captain des Space. Ich brauche deine Lebensgeschichte nicht, Mann. Hast du etwas für mich? Oh ja, ich habe dieses Paket von Hey aufzureden. Wenn du etwas hast, gib es einfach her. Und dann halt. Was passiert, wenn ich das öffne? Gut. Okay, wir öffnen es nochmal. Es ist eine Tüte, die mit einem weißen Pulver gefüllt ist. Naja. Drogen halt, oder? Das ist von Rock. Ich verstehe. Hast du das Paket geöffnet? Nein, das würde ich nie tun. Gut. Danke. Und jetzt verschwinde. Gut. Oh, das ging schnell. Jetzt gehen wir zurück zum Rock. Ist der Typ noch da? Ich frage mich ja, was passiert, wenn man das Zeug einfach verkauft. Der Interceptor. Was ist der Zug hier? Sehr schöne, coole Musik. So, jetzt reden wir mit Rock. Hast du das Paket schon ausgeliefert? Ja, das ist toll. Komm wieder zu mir, wenn du für die zweite Aufgabe bereit bist. Der Zusteller. Okay. Was ist die zweite Aufgabe? Ich brauche nur ein paar Informationen. Wir vermuten, dass einer unserer Freunde auf der Straße Informationen an die Planetarische Polizeiwarte gibt. Ich möchte, dass du herausfindest, wer es ist und auch handfeste Beweise dafür sicherst. Du willst, dass ich einen verdeckten Ermittler enttarne? Schwein, Undercover-Schwein. Was, das ist ein Problem. Ich bin nicht sicher. Also, wie sieht es aus? Okay, ich mache es. Super. Wir haben derzeit drei Freunde auf der Gehaltsliste, die hier bei Alien Square arbeiten. Der erste ist ein Herr namens Dank. Er ist der große Kerl, der in dem kleinen Stand neben dem prächtigen Statue von Mr. Bosman Zeitung und Limonade verkauft. Die beiden anderen Verdächtigen sind Alien Fleeman und ihr Kumpel Corbin.
Diana arbeitet irgendwo bei Aliens quer. Du kannst denken nach ihr fragen. Marvel weiß im Helder sie im Auge. Was Corbin angeht, habe ich keine Ahnung, wo er ist. Er hat einen Pferdeschwanz und trägt meistens eine hässliche braune Lederjacke. Wie soll ich also den schmutzigen Teil herausspielen? Ich kenne diese Leute nicht. Deswegen bist du perfekt, jemand, den sie noch nicht gesehen haben. Aber sie werden mir nicht sofort vertrauen, oder? Das ist kein Problem. Wir haben ein geheimes Codesystem eingeführt, um die Kommunikation zwischen uns zu vereinfachen. Geh einfach auf sie zu und sage, Rentiere essen gern Bananen. Wie bitte? Das ist unser Code für den Moment. Rentiere essen gern Bananen? Unanfechtbar. Hast du einen Vorschlag, wie ich den Schuldigen entlarven kann? Du könntest versuchen, ihnen falsche Informationen unterzuschieben und sehen, wie sie reagieren. Okay, ich glaube, ich hab's. Super, komm wieder, wenn du weißt, wer es ist. Sicher. Der Informant. Nächste Mission. Also wir spielen es nicht mehr planetenweise, die einzelnen Kapitel, sondern mehrere Kapitel auf einem Planeten. Wir schauen mal, was die Zeit sagt. Ja, solange wir hier keine Zeit verlieren, können wir ja natürlich rumspielen, ne? Rentiere fressen gern Bananen. Ist einer von uns? Ja, ich werde gerade rekrutiert. Das ist schön, willkommen an Bord. Ich schätze, du willst die exklusive Auswahl meiner unsortierten Waren sehen. Mal sehen. Ich habe derzeit ein wunderschönes Duplikat der bekannten Blue Hertz Kette, ein unbenutztes Exemplar des brandneuen Abhörgeräts der Earbuddy 2000 Regierungsedition. Findest du irgendwie etwas interessant? Wie viel für die Heizkette? Diese Fälschung, sie kostet 35 Credits. Und was sagst du? Wenn ich es mir recht überlege, verzichte ich lieber. Okay. Gibt es noch was von den unsortierten Waren, was dich interessiert? Wie viel kostet das Abhörgerät? Für dich nur 80 Credits. Das kann ich mir nicht leisten. Okay, gibt es noch etwas von den unsortierten Waren, was sich interessiert? Ich glaube, ich verzichte mal wieder auf die Welt. Kein Problem. Sonst noch was? Kennst du Lena oder Corbin? Ja, natürlich. Weißt du, wo sie sind? Corbin scheint irgendwo unterwegs zu sein. Sein Platz ist normalerweise da drüben in der Gasse, gleich hinter dem Tower 65. Liana sollte in ihrem Büro sein. Wagen Nummer 1 auf der goldenen Schiene. Golden Rail. Ich habe vielleicht etwas zu verkaufen. Ja, und was hast du? Wieso habe ich denn... Das ist ärgerlich. Ich brauche das Geld. So, dann nehmen wir erstmal... Hallo Fremder, du siehst verloren aus. Vielleicht bin ich das. Ich bin auf der Suche nach einer Liane Fleming. Das bin ich, also was willst du? Rentiere fressen gern Bananen. Wow, du kennst das Passwort. Was hast du auf dem Herzen hängst? Hast du schon das neueste Gerücht gehört? Nein.
Stunde wird eine große Ladung gestohlener Waren. Die langweilt mich. Ich bin auf der Suche nach Kurbel. Kennst du ihn? Ja, er ist ein Kurbel. Weißt du, wo er steckt? Ja, er sollte unten am Tower 65 sein und nach Kundenausschau. Was willst du von ihm? Ich will nur mit ihm reden. Ich verstehe. Nein. Unser gemeinsamer Freund vermutet, dass die Planetenpolizei uns infiltriert hat. Ja, ich weiß. Bock ist so ein verdächtiger Mann. Ich muss jetzt gehen. Ja, aber. Dem Zeitungsverkäufer muss ich noch ein Gerücht andrehen. Ach, das könnte sein. Das stand vorher nicht da. So, dann gehen wir nochmal zurück zum Verkäufer. Hast du schon das neueste Gerücht gehört? Nein. In etwa einer Stunde wird eine große Ladung gestohlener Waren oder in der Stadt Leim gibt es immer wieder Transport, die kommen gehen. Und jetzt gehen wir noch zu Probe. Da steht hier. Tatsache. Probe. Hi. Nun hallo. Rentiere fressen gern Bananen. Oh, ist einer von uns. Handcheck des Gesellschaft. Und wie läuft das Geschäft? Naja, okay, schätze ich. Ich fühle mich hier draußen auf der Straße einfach reingelassen. Ich erfahre nie mehr etwas über das, was herumgeht. Um ehrlich zu sein, ist mir oft ein bisschen langweilig, wenn ich hier stehe. Soll ich dir ein paar Insider-Informationen geben? Ja, klar. Wusstest du, dass die Zentralbank Gerüchten zufolge die Hypothekenzinsen für das nächste Jahr senken? Mach dir keine Sorgen drüber, es ist nur ein Gerücht. Wen kann ich denn nicht loslassen? Kann ich die ihm vielleicht antrennen? Oder wollte er eigentlich diese Residenz erwarten? Zurück, wenn du es hast. Da hat es noch nicht gereicht, nee, da wollte ich nicht rein. Aber was soll ich? Golden Rail. Sehr ruhig. Vielleicht muss ich alle Gerüchte erzählen. Soll ich dir einfach anfangen? Es hat eine Fernsehung. Ja, klar. Unser gemeinsamer Freund ist auch vermutet, dass die planetarische Polizei uns überwandert hat. Was? Ich meine, hat er gesagt, wen er verdächtigt? Nein. Okay, gut. Hoffentlich fangen sie das Schwein oder teilen ihm eine Lektion. In einer Stunde wird eine große Ladung gestohlen worden. Wirklich? Bist du dir da sicher? Yep.
Hast du das gehört? Ein Freund hat es mir erzählt. Was für ein Freund? Er ist der Freund eines Freundes meines Cousins. Klingt logisch. South Bay, sagtest du? Nordbucht. Nordbucht. Was ist das, was er mir gesagt hat? Danke für die Information. Wenn du noch etwas von dem Freund des Cousins deines Freundes hörst, hältst du mich auf dem Laufenden, oder? Sicher. Du musst mich entschuldigen. Ich habe mal etwas zu erledigen. Ah. Ja, das habe ich gesagt. Ja. Nein, sie haben nichts vermutet. Oh, ich muss los. Hallo nochmal. Ich habe dich nicht reinkommen sehen. Also, bis später. Das war ein bisschen seltsam. Okay. Also mit anderen Worten, das war ein bisschen verdächtig. Recyclingmaschine, da ist es. Kann ich mir wenigstens das Halsband kaufen? Fake-Halsband, das verkauft er ja nicht umsonst. Eine große Recyclingmaschine. So, dann stecken wir da erstmal die Dose rein. Et voilà. Und jetzt kann ich mir zumindest das Fake-Halsband kaufen. Jetzt sehe ich, habe derzeit genau die Halskette. Die Halskette. Ich nehme es. Gut, jetzt haben wir die Fake-Halskette. Die brauchen wir bestimmt in irgendeinem Tauschgeschäft. So. Jetzt gehen wir doch mal zu Mr. Rock. Immer noch Tag 111. Entspannt. So, Rock. Hast du schon einen Beweis von dem Schwein gefunden? Nun, dieser Typ, Corbin, hat sich vorher etwas seltsam verhalten. Wirklich? Inwiefern? Nun ja, ich erzählte ihm eine erfundene Geschichte über eine Lieferung und er ging sofort in eine Gasse, um zu telefonieren. Hm. Es ist nicht so seltsam, aber ich denke, es könnte sich lohnen, das zu prüfen. Schau, ob du sein Telefon aufzeichnen kannst und so. Ich brauche echte Beweise, bevor ich etwas unternehmen kann. Das heißt, ich muss jetzt das Abhörgerät kaufen. Credits her. Versuche ihm das Halsband anzudrehen. Das brauche ich wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal. Kriege ich jetzt 80 Credits her? Guten Tag. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich sehe, dass die Leute einstellen. Ich würde gerne arbeiten. Klar, an welcher Stelle bist du interessiert? Was ich auch machen kann. Ich könnte
nochmal versuchen. Bevor ich jetzt zu weit zurückspringe. Ich mache an der Stelle hier mal eine Pause. Ich versuche mal mehr Geld aufzutreiben und bis dahin wieder einzusteigen. Bis dahin pausiere ich jetzt erstmal das Spiel. So, ein paar Minuten später sind wir zurück. Die Lage ist jetzt wie folgt: Ich habe ein bisschen mehr Geld, deswegen ich habe diese Schleife noch mal ganz kurz wiederholt. Mit dem Gefängnis, mit den Trade and Pace und an der einen oder anderen Stelle das eine gekauft und nicht gekauft, beziehungsweise umgetauscht. Habe aber 30 Tage mehr auf der Uhr. Das heißt, wenn ich jetzt hier schaue, wann ich bin, nämlich die wichtigen Nachrichten kommen dann zum Schiff, bin ich bei einem Jahr und 80 Tagen. Ja, nicht mehr bei einem Jahr und 11 Tagen. Das ist aber nicht dramatisch, weil das unser neuer Ausgangspunkt sein wird, von dem wir noch 80 Tage Zeit haben. Und das Schöne ist, wir sehen jetzt hier direkt in den 80 Tagen, wir müssen nicht mehr herrechnen. Sonst hat sich nichts geändert und das Abhörgerät habe ich schon, wie man sieht, hier kaufen können. Ja? Ein brandneues Abhörgerät, Earbuddy 2000, Regierungsausgabe. Und jetzt können wir mit. Ich probiere mal nochmal das Paket zu nehmen. Hey, fasst es nicht an. Hast du schon einen Beweis von dem Schwein gefunden? Nun, dieser Typ Corbin hat sich etwas seltsam verhalten. Wirklich? Inwiefern? Nun ja, ich erzählte ihm eine erfundene Geschichte über eine Lieferung und er ging sofort in eine Gasse, um zu telefonieren. Es ist nicht so seltsam, aber ich denke, es könnte sich lohnen, das zu prüfen. Schau, ob du sein Telefonat aufzeichnen kannst oder so. Ich brauche echte Beweise, bevor ich etwas unternehmen kann. Mal Golden Ray Tower 65. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit Ippenheimer schon zusammenhängt. Aber vielleicht. E4 minus 5. Ich sollte jedenfalls den Schlüssel ab und zu mal probieren. So, und da wir das Abkürgerät haben. Uns schon angesehen haben, dass wir es hinstellen müssen, dann würden wir das doch tun. Wir stellen das ab. Ist überhaupt nicht auffällig. Und reden jetzt mit Corbin. Unsere Information geben. Ja klar, in einer Stunde wird eine weitere Großladung gestohlen worden nach Nordbruch. Danke. Wirklich, danke für die Information. Du musst mich entschuldigen, ich habe noch etwas zu erledigen. Zeichnet auf, zeichnet auf, zeichnet auf. Sie ahnen nichts, nein. Ich mache keine Witze, du musst ihn reinbringen. Oh, ich muss los. Hallo nochmal, ich habe dich nicht reinkommen sehen. Also, bis später. Sie an. Sieht so aus, als ob das Gerät etwas aufgezeichnet hat. Wenn ich diesen Knopf drücke, soll der eine Abschrift der stattgefundenen Konversation nachweisen. Yay. Der Typ mit dem Pferdeschwanz ist ein Polizist. Es klingt, als steckt er knietief in der Sache drin. Ich frage mich, was mit dem armen Mann passieren wird, wenn ich es Rock erzähle. Dann erzähle ich es Rock vielleicht nicht. Ich rede vorher noch mal mit Corbin. Ich fürchte, dein Leben wird bei der Gefahr sein. Wovon sprichst du? Rock hat mich gebeten, dir nachzuspielen. Ich habe deinen Anruf bei der Polizei aufgezeichnet. Was? Wie zum... Warum sollte? Es tut mir leid, Mann. Ich versuche nur nach Hause zu kommen. Ich werde Rock sagen, dass du der Spitze bist, aber ich lasse dich wissen, nicht das Wissen, damit du hier rauskommst. Wer bist du? Niemand. Ein Vater und ein Ehemann. Was zum... Weißt du, wie lange es gedauert hat, ihr Vertrauen zu gewinnen? Es tut mir leid. Ich rette hier dein Leben. Hey, machen wir uns nichts vor. Damit ruinierst du eine zweijährige Untersuchung. Du rettest kein Leben, Idiot.
Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ah, damit bin ich nicht einverstanden. Nee, nee. Das machen wir nicht. Ich werde ja nicht den Bösen spielen. Das Transkript mal uns mal anschauen, damit sich das mal ausgetrocknet. Okay. Ich. Das wird. Nee, das machen wir nicht. Hi. Luna, hallo. Ich fürchte, dein Leben wird bald in Gefahr sein. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Okay. Der Dialog ist dasselbe wie... wie vorher. Und ich krieg der Böse. Warum? Warum krieg ich... Wenn ich den verpfeife, wird es dann besser, oder? Das... Nee, das sehe ich nicht ein. Das ist schon wie mit Prainies. Da habe ich auch nicht eingesehen, warum ich da die... warum ich da die Quittung kriege. Gut, dann machen wir es mal anders. Dann gehen wir mal... Also wenn das lieber ist... Dann verpfeifen wir ihn doch. Mal sehen, was ich dafür kriege. Vielleicht kann ich das überhaupt nicht korrigieren. So. Hast du schon herausgefunden, wer der Agent ist? Ja. Das ist Corbin, der Typ mit dem Pferdeschwanz. Er meldet sich per Telefon bei seinem Chef in der Gasse neben Tower 65. Oh, Corbin, sagst du? Dieser verdammte Abschaum. Was wird mit ihm passieren? Mach dir darüber keine Sorgen, wir werden das schon regeln. Komm wieder zu mir, wenn du für die dritte und letzte Aufgabe bereit bist. So, und warum sollte ich The Bad Guy... Flying Kings... Ja, egal. Also ehrlich. Wer ist die dritte und letzte Aufgabe? Also, du musst einen bestimmten Gegenstand für mich zurückholen. Sie wurde der Organisation letztes Jahr von einem lügnerischen, nichtsnutzigen Dieb gestohlen. Dieser Drecksack kommt heute in der Stadt an. Und jetzt möchte ich, dass du es zurücknimmst. Also, wie sieht es aus? Ja, sicher. Gute Antwort. Sein Name ist Gondolis und es wird gemunkelt, dass er bald im Tower 65 einchecken wird. Was für einen Gegenstand soll ich zurückfordern? Nun sagen wir einfach, es ist eine Art Subneuropartikelrekorder. Und in den falschen Händen kann sie sehr gefährlich sein. Und seine Hände sind die falschen Hände? Verdammt richtig. Diese fettigen, schmutzigen, schokoladenverschmierten Finger können eine so empfindliche Maschine ruinieren. Wie kann ich wissen, wie die Maschine aussieht? Ich würde ihr Aussehen beschreiben als eine Art Küchengerät vielleicht. Ich weiß nicht. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Also hast du einen Rat für mich? Ich bin ziemlich neu in diesem Einbruchsgeschäft. Also, klar, warum nicht? Wir wissen, dass dieser fette Kerl sich nicht von Süßigkeiten fernhalten kann. Vielleicht kannst du ihm ein Dessert à la Siesta servieren, wenn du weißt, was ich meine. Und dann gehst du einfach rein und schnappst dir das Ding aus seinem Zimmer. Schön, ja, ich weiß, was du meinst. Gut. Ich könnte dir auch etwas leihen, etwas nicht ganz Legales. Klingt dubios. Manchmal müssen wir ein Auge auf die Gäste haben, die im Hotel übernachten. Deshalb haben wir ein einfaches Spionagegerät entwickelt, das uns dabei hilft. Was ist? Du wirst sehen. Vergiss nur nicht, es wieder zurückzugeben, wenn du fertig bist. Hast du eine Anleitung für mich, wie ich dieses speziell angefertigte Mafia-Gerät bedienen kann? Klar.
Es ist kinderleicht. Schau einfach unter das Bett in einem der Zimmer. Dort findest du ein kleines Kabel mit einem seltsamen Stecker. Schließe die Maschine einfach an und schon kann es losgehen. Gut. Na, das wird etwas komplexer, diese Aufgabe, wie es scheint. Und wir haben aber immer noch, nur noch mal zum Schauen. Okay, also noch ist nichts passiert. Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel Spielzeit hinter uns. Willkommen. Wie schön, Sie wiederzusehen, Mr. Gondolis. Ja, ja. Ich hoffe, Ihre Reise ist bisher zufriedenstellend verlaufen. Allerdings, wie schön zu hören. Ich habe einige dringende und sehr wichtige Angelegenheiten zu erledigen, während ich hier bin. Ich werde also für den Rest meines Aufenthalts in meinem Zimmer bleiben. Ja, natürlich. Wir haben die übliche Unterkunft für Sie vorbereitet. Gut. Außerdem möchte ich meinen regelmäßigen Lieferservice für schnelle Mahlzeiten. Sollte das Ihr übliches fettgefülltes Festmahl sein? Ja, richtig. Rufen Sie die Bestellungen einfach über die Gegensprechanlage auf und das Fett, ich meine Essen, wird Ihnen an die Tür geliefert. Ich hoffe, dass Ihnen die Schokolade dieses Mal nicht ausgeht. Natürlich nicht. Wir versprechen, dass dies nicht mehr vorkommen wird. Dieses Mal habe ich persönlich die Küche für deinen exquisiten Geschmack vorbereitet. Solange es mit Schokolade überzogen ist, werde ich es verschlingen. Sehr wohl. Und jetzt soll jemand meine Taschen in mein Zimmer bringen. Küche, werf den Schokoladenbrunnen an. Johnny, bring diese Taschen in Mr. Gondolis Zimmer. Johnny? Es tut mir so leid, Mr. Gondolis. Es sieht so aus, als ob ich meinen Pagen verloren hätte. Wenn du einfach auf dein Zimmer gehst, lasse ich dein Gepäck so schnell wie möglich bringen. Ich werde mein Gepäck nicht unbeaufsichtigt lassen, guter Mann. Ich habe Ausrüstung in diesen Taschen, die mehr wert ist als dein kleines Hotel. Oh je, also gut, mal sehen. Warum warten Sie nicht hier, Mr. Gondolis? Ich werde dann auch forschen, was mit diesem dummen Pagen los ist. Das tut mir leid. Okay. Das klingt doch nach einer Gelegenheit, das Ganze zu infiltrieren. Da ist die Küche. Das ist für die Schokolade wichtig. Der Typ, der kleine grüne Mann. Mit dem reden wir auch nochmal. Stör mich nicht. Was hängst du hier rum? Typ. So, was können wir noch machen? Können wir mit Gondolis reden? Gepäck, was ist das? Briefkästen. Ist ein Briefkasten, ist der für die Gäste des Hotels. Oh Gott, Mr. Gondolis, stört mich jetzt nicht. Ich warte auf den Pagen, der mir mit meinem Gepäck hilft. Das ist eine Menge Gepäck. Ich würde vermuten, dass mir ein Missionszettel im oberen schwarzen Feld liegt. Nämlich da. Das hier. Okay, dann reden wir mal mit dem. Guten Tag. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich sehe, dass ihr Leute einstellt. Ich würde hier gerne arbeiten. Klar, an welcher Stelle bist du denn interessiert? Ich will ein Hotelpage sein. Wirklich, das ist perfekt, ist es? Der ehemalige Hotelpage ist verschwunden. Während wir sprechen, wartet ein sehr wichtiger Gast auf uns. Wir sind deine Klamotten. Du kannst ihn in der kleinen Umkleidekabine auf der linken Seite umziehen. Du bekommst auch ein paar Schlüsselkarten, damit du den Aufzug benutzen kannst. Ziehe einfach den Schlüssel mit der passenden Etagennummer durch, wie du willst. Verstanden. Sobald du das richtige Outfit hast, wärst du so nett und hilfst Mr. Gondolis mit seinen Taschen. Klar, Boss. Und bitte informiere ihn darüber, dass das Hotel ihm keine der anstehenden Mahlzeiten in Rechnung stellen wird. Ja, klar. So. Das sieht doch gut aus. Etage 3 und 4. Captain's Uniform. Die kann man benutzen. Spionagegerät. Okay, dann sind wir, glaube ich, erstmal ganz gut ausgerüstet. Oh toll. Du bist gekommen, um mir zu helfen. Dann nehmen wir doch mal das ganze Zeug. Das ist das Gerät.
Gab es noch etwas anderes? Das war ein schönes Gerät, das du da gerade ausgepackt hast. Darf ich fragen, was es ist? Also, ich sollte es dir wirklich nicht sagen. Dieses Gerät ist hier eigentlich der Grund, warum ich hier offline bin. Das kleine Gerät dort könnte alles verändern. Was meinst du mit alles? Oh, das tut mir leid. Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Es ist eigentlich immer noch nur eine Theorie. Ich würde dich in Gefahr bringen, wenn ich es dir sage. Gefahr? Wie meinst du das? Bitte hör auf zu fragen. Allein das Wissen um seine Existenz ist extrem gefährlich. Es könnte dir sogar schaden. Ich meine dir wirklich schaden. Physisch. Jetzt musst du mir einfach sagen, was es ist. Wirst du mich in Ruhe lassen, wenn ich es dir sage? Natürlich. Diese Technologie könnte das Leiden der Menschen beenden. Aber gleichzeitig, wenn es in die falschen Hände gerät, kann das Ding wirklich großen Schaden anrichten. Oh. Ich hätte dir nicht sagen sollen, geh einfach bitte. Okay. Es tut mir leid. Hier ist etwas für deine Mühe. Danke. Kein Problem. Jetzt muss ich anfangen, meine Sachen auszupacken. Ich bin ein bisschen müde, nachdem ich mich die ganze Zeit mit den Zollbeamten gestritten habe, weißt du? Ja, sie sind ein bisschen streng mit der Einfuhr. Ha, das kannst du laut sagen. Ich hatte nur zwei Gegenstände dabei und beide waren schon vor langer Zeit freigegeben worden. Trotzdem habe ich etwa eine halbe Stunde gebraucht, um sie durch den Zoll zu bekommen. Nun, ich gehe jetzt besser. Schönen Tag. Ich schätze, das ist das Gerät, das Mr. Hawk sucht. Wenn ich ihm gefallen soll und mein Treffen mit Mr. Bossman will, muss ich herausfinden, wie ich es bekomme. Ross sagte mir, ich sollte den Anschluss unter dem Bett suchen. Lass uns das tun. Oh, da ist er. Zwar Spionagegerät ran. Und online, oder? System online. Wähle die Richtung, in die gescannt werden soll. Wuh. Das ist das Zimmer nebenan. Es ist, als wäre die Mauer einfach verschwunden. Unglaublich. So, was sind das für Ziffern dort? Das hat man vorher nicht gesehen. 550 und 27. 276. 550 und 276. So, dann schauen wir doch nochmal. Wenn wir schon dabei sind, in das Zimmer daneben, rechts. Da ist die 383. Das scheint so Zimmercode zu sein. Das probieren wir gleich mal aus. Hui. Wer ist das? Miss Pearl. Schmuckkästchen. Sie scheint jetzt zu schlafen. 383. Wenn sie schläft. Wer bist du? Hi, ich bin Hilfe, Vergewaltigung, Mord. Ich glaube, ich gehe besser. Und vielleicht sollte ich meine Tür von innen einfach abschließen. Und das weiß ich nicht, ob das jetzt gut war.
Jetzt schläft sie. Weiß nicht, ob das jetzt gut war mit der Halskette. So. Achso, die Wechselspeicheranlage wollte ich noch ausprobieren. Willkommen im Hotel Tower 65. Wie kann ich helfen? Ich möchte gern etwas auf mein Zimmer bestellen. Okay. Bitte nennen deinen Zimmercode. Okay. 550. Das scheint in Ordnung zu sein. Was kann ich für dich tun? Ich hätte gern ein Steakgericht, bitte. Okay. Willst du das in Schokolade tunken? Oh ja, bitte. In Ordnung. Deine Bestellung sollte gleich kommen. Ah. Oide, Essen. Oh, kostenloses Essen. Wie wunderbar. Vielen Dank. Das passt ja ausgezeichnet. Jetzt fliegt der Droide wieder weg. Gut, okay. Also so können wir ihn dann schlafen legen. So, das war also... Ich weiß jetzt noch nicht so richtig, in welcher Etage ich bin. Okay, dann war das die dritte Etage. 3, 1, 2, 3. Okay. Bereite dich auf den Sicherheitsscan vor. Was? Was soll das schon wieder? Du machst wohl Witze. Bitte bewege dich während des Scans nicht. Ja, ja. Ich weiß inzwischen, wie es läuft. Wenn ein Scan zu einem Alarm führt, sei bitte still und warte, bis weitere Aktionen ausgeführt werden. Mach es einfach und fertig. Okay. Scan abgeschlossen. Alles klar. Bitte mach weiter wie bisher. Das war heute schon das dritte Mal. Ich habe diesen Sicherheitskontrollen langsam wirklich satt. Hey Mann, bist du nur hier? Ja, ich habe heute angefangen. Gratuliere, Kumpel. Ich bin Rattle Ray. Wie lautet deine Registrierung, Kumpel? Wie bitte Registrierung? Dein Name? Wie ist dein Name? Oh, Thomas Wilm. Bist du ein großer Fan von Sicherheitskontrollen, Thomas? Nein, ich denke nicht. Zu schade, Hombre. Sie werden über dich herfallen und wie Fliegen über einen Misthaufen. Und nach so sie denn. Mein Geld ist gestohlenes Eigentum, aber ich habe nie danach gefragt. Es würde mich nicht so sehr stören, wenn ich nicht noch ein Nebengeschäft hätte. Und was ist das, wenn ich fragen darf? Sagen wir einfach, dass Rattle Ray dein Mann ist, wenn du dich mal schlecht fühlst und fliegen willst. Du bist also ein Drogendealer. Hey, ganz ruhig, Padre. Ich bezeichne mich selbst als Privatapotheker. Ich habe sowohl das Partyzeug als auch Dinge, die Schmerzen lindern oder dir helfen, in kürzester Zeit einzuschlafen. Et voilà. Ich helfe den Leuten. Also gut, wir sehen uns, Ray. Peace. So, und wo hat er die Sachen? Notausgang. Hey, nicht anfassen. Bereite dich auf den Sicherheitsscan vor. Ja, Mist. Bitte bewege dich während des Scans nicht. Ja, ja. Ich weiß inzwischen, wie es läuft. Wenn ein Scan zu einem Alarm führt, mache es einfach fertig. So, der fotografiert immer noch die Kiste an. Scan abgeschlossen. Alles klar, bitte mach weiter wie bisher. Okay, der wird gern des Diebstahls bezichtigt. Löst es ein Sicherheitsscan in diesem Raum aus. Das ist die billige Halskette, das ist die blaue Herzenhalskette. Lass uns doch mal was probieren. Okay. Und jetzt lösen wir mal den Scan aus. Kommt, mal sehen, was passiert. Bleib weg von dieser Tür. Bereite dich auf den Sicherheitsscan vor, Mist. Bitte bewege dich während des Scans nicht. Ja, ja. Ich weiß inzwischen, wie es läuft. Mach es einfach fertig. Alarm, Alarm. Alle bleiben, wo sie sind. Wovon sprichst du? Bewege deinen Körper nicht zu sehr von der aktuellen Position weg. Ich meine,
Was ist das Problem? Warum hast du den Alarm ausgelöst? Spielt keine Rolle, nur keine Bewegung. Was geht hier vor? Ray, was hast du diesmal getan? Nichts? Ich schwöre es. Das hoffe ich für dich. Du weißt sehr gut, was nach der dritten Vergehen passiert, aber Droide, gib mir deinen Bericht. Entdeckung einer B-45-Signatur in diesem Reinigungswagen. Herkunft unbekannt. Was? Oh je, Ray, das ist die blaue Blue-Herz-Kette. Das gehört Miss Pearl in Nummer 30. Ich habe das nicht angehört. Es tut mir leid, Ray, aber ich muss diese Angelegenheit dem Drecker vertrauen. Das weißt du. Komm schon, Mann, ich bitte dich, bitte nicht. Diesmal bin ich tatsächlich unschuldig. Das bist du immer, Ray. Guter Page, ich. Du wirst mit uns in die Lobby kommen und als zweiter Zeuge dieses Abends auftreten. Okay. Der Portier brachte dich, Ray, in die Lobby, wo er den Direktor des Hotels kontaktierte. Ja, ja, natürlich. Ja, ich verstehe. Das werde ich sofort tun. Ray, ich fürchte, ich muss dich gehen lassen. Aber ich arbeite hier. Ich lebe hier. Mein Leben ist hier. Es gibt nichts, was ich diesmal tun kann. Der Direktor war absolut deutlich. Das ist ein Witz. Das werde ich nicht vergessen. Vielleicht komme ich einfach zurück und verklage dieses Hotel und alle darin. Komm schon, Ray. Du weißt, dass das nicht funktionieren wird. Wenn es etwas gibt, das ich hasse dich. Das tut mir leid. In solchen Momenten können sie sehr emotional werden. Wie auch immer. Ich schätze, die Suche nach einer weiteren Reinigungskraft ist jetzt offiziell. Guten Tag. Oh, du bist es. Vielleicht solltest du zurück an die Arbeit gehen. Dieser Job hat keinen Spaß gemacht. Kann ich auf etwas anderes umsteigen? Ich denke, das ist in Ordnung. An welcher Stelle bist du interessiert? Ich will eine Reinigungskraft sein. In Ordnung. Hier sind deine Klamotten. Hier kannst du die kleine Umgabe umziehen. Schlüsselkarten perfekt. Gut. Und außerdem, hier ist der Schlüssel zum Putzmittellager im vierten Stock. Bingo. Das ist auch der Grund, warum ich den Job angenommen habe. Entschuldigung. Ich meine mit Reinigungsmitteln. Das heißt Reinigungsmittel aus dem Lager. Ich hoffe, du schnupfst das Bleichmittel nicht. Nein, das würde ich niemals tun. Das ist nämlich genau der Witz. Da hat er wahrscheinlich seine ganzen Schlafmittel drin. So, dann gehen wir doch mal schnell. Im Wesentlichen haben wir das Thema jetzt erledigt. So, jetzt nehmen wir das. Wir nehmen die 4. Fahren nach oben. Sieht aus wie in VL624 der Lift. Gehen nach draußen. Nutzen diesen Schlüssel. So, wir nehmen raus den Träumer. Reinigungssoda. Wozu brauche ich Reinigungssoda? Sieht nach Gift aus. Ach, ich könnte den wahrscheinlich auch vergiften. Ne, das wollen wir nicht. Ich will ihn nicht vergessen. So. So, jetzt wird er wahrscheinlich direkt in die Lobby zurückfahren. Ja. Und jetzt muss ich in die Küche. Guten Tag. Oh, du bist das. Vielleicht solltest du zurück an die Arbeit gehen. Nun, dieser Job hat keinen Spaß gemacht. Kann ich auf etwas anderes umsteigen? Ich denke, das ist in Ordnung. An welcher Stelle hättest du denn gerne? Küchenhilfe wäre ich gern. In Ordnung, hier sind deine Klamotten. Das ist ein bisschen wie hieß die Serie, diese britische, in der der Ehemann verschiedene Rollen gespielt hat. Wow, unglaublich. Er hat endlich eine Hilfe für mich eingestellt. Es wurde auch Zeit. Der schick gekleidete Knochensack an der Rezeption denkt, die Küche läuft von allein.
Was denkst du, wo kann ich meine Fähigkeiten bei der Zubereitung von Lebensmitteln am besten einsetzen? Vielleicht eine Geschmacksprobe des Rattenmehls. Hahaha, nein, du solltest noch nicht in die Zwiebeln. Ich brauche eine Menge davon, also hör nicht auf, bis ich es sage. Und noch eine Sache. Ich reagiere allergisch darauf, dass Menschen ihre eigene Initiative ergreifen. Befolge also einfach meine Anweisungen und du wirst locken. Das stelle derzeit einen sehr wichtigen und schokoladensüchtigen Ass zu beißen. Wenn er glücklich ist, ist er sehr glücklich. Und wenn du so täglich siehst, kann ich meinen Job behalten und glücklich bleiben. Bist du sicher, dass du dich glücklich fühlst? Halt die Klappe, Stirnrunzler. Ich habe den ganzen Morgen Herbergs Chocobars für das Fondue ausgepackt. Wenn Mr. Gondolis anfängt, die Aufträge zu verteilen, sollten wir besser bereit sein. Das ist das Schokoladenfondue. Da ist eine Züge. Schneiden doch mal zu. So lange, bis er sagt, wir sollen aufhören. Ich denke, das Geheimnis ist 3. Ah, gute Arbeit. Jetzt brauche ich mehr Kartoffeln. Alles ist schön gemacht. Das sind auch noch. Mich dem Schoko von Linäre. Und sehr schön klar an den Anweisungen in den Strukturen. Man erkennt jeden Raum einzeln. Gute Arbeit. Und jetzt muss ich die Schokolade umrühren. Na, dann gehe ich nochmal zum Schokoladenfondue. Rühre sie einmal um. Aha. Und jetzt mixe ich Räume hinein. Ach du meine Güte. Ich verzichte jetzt besser darauf, die Schokolade zu essen. Was war das? Nichts? Du musst nur dafür sorgen, dass die Schokolade gleichmäßig ist und den gewünschten Rand bekommt, den du bei einem Schokoladenfondue brauchst. Nee, du vermasselst es. Lass das, was du gerade tust. Ich brauche mehr Zwiebeln. Nee. Wir sind ja so weit. Hey, was denkst du, wohin du gehst? Ich muss gehen. Nein, tust du nicht. Du arbeitest gerade. Es tut mir leid, aber ich muss. Dann brauchst du auch nicht mehr herzukommen. Du bist gefeuert. Du hast recht. Gut, dann gehen wir doch mal zum Hotelportier. Vielleicht solltest du zurück an die Arbeit gehen. Es hat mir keinen Spaß gemacht. So, jetzt werde ich wieder Portier. Hotelpage möchte ich wieder sein. Ich denke, das geht. Hier sind deine Klamotten, Schlüsselkarten, Aufzug und los. Verstanden. So, dann gehen wir nochmal zu den Aufzugtüren. Wir stellen jetzt das Essen für den Hotelgast. Das war Etage 3. Halt, da. Kann ich noch 3-4 andere Leute vergiften mit dem. Ich muss in meinen Raum. Und Ray. Rattle the Ray. Schau nach rechts. Noch nichts. So. Und das Gerät steht da. Dann bestellen wir mal das Essen. Willkommen im Hotel Tower 65. Wie kann ich helfen? Ich möchte gern etwas auf mein Zimmer bestellen. Okay. Bitte nennen deinen Zimmercode. Zimmercode ist 550. Das scheint in Ordnung zu sein. Was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne ein Steakgericht, bitte. Okay. Willst du das in Schokolade tunken? Oh ja, bitte. In Ordnung. Deine Bestellung sollte gleich kommen. Wieder. Jetzt geht er hin. Jetzt hätte ich ihn auch vergiften können mit Rattengift. Oh, kostenloses Essen. Wie wunderbar. Vielen Dank.
Er ist nicht tot. Er ist nur betäubt. Hoffentlich. Hätte ich vorher das. Mr. Gondolis. Ich habe einen kleinen Schlüssel in seiner linken Tasche gefunden. Hier steht nicht, wofür er ist. Egal. Das ist eine Menge Gepäck. An dieser großen Kiste hier gibt es ein Schloss. Ich habe hier ein weiteres Gerät gefunden. Es ist aber sehr leicht. Es ist nur das Gehäuse. Okay, dann werde ich das also mitnehmen. Okay. Ich habe jetzt also zwei. Es ist wie mit dem Artefakt und mit der Replik. Es ist das Gehäuse und es ist das Gerät. Das heißt, wenn das wirklich so wertvoll ist und so gefährlich, ist es vielleicht am sinnvollsten. Das Gehäuse zu geben. Mal sehen, ob das honoriert wird. So. Wenn ich es richtig sehe, bin ich jetzt hier fertig. Ich habe das Gerät, ich habe die Kette, ich habe. Guten Tag. Oh, du bist es. Vielleicht solltest du zurück an die Arbeit gehen. Ne, ich möchte meinen Job kündigen. Was? Na gut, in Ordnung. Bitte zieh deine Arbeitszeit aus und gib deine Sachen hier ab, bevor du gehst. Bitteschön. So, jetzt habe ich die ganzen Schlüsselkarten wahrscheinlich verloren, aber den Rest noch komplett da. So. Also ich nehme mal an, die Kettengeschichte ist jetzt erledigt. Das Abhörgerät ist auch erledigt. Nur der Hehler ist nicht da. Na gut, da gehen wir erstmal. ...81 Tage, also die Zeit scheint jetzt hier tatsächlich zu stehen und bleiben. Das ist gut. Weil das ist ja schon relativ komplex, was hier abläuft. Okay. Da passt auch noch alles. Ich muss mit Ippenheimer noch. Wo hast du das Gerät schon? Ja, dann gib es her. Du kriegst von mir das Gehäuse. Bitteschön. Wow. Das sind erstaunliche Fähigkeiten, die du da hast. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du das schaffen würdest. Ich schätze, ich könnte dich jetzt zu meinem Chef schicken. Sie sind im Penthouse von Tower 65. Hier, nimm den Aufzugsschlüssel. Ich werde sie benachrichtigen, dass du auf dem Weg bist. Dieb und Betrüger. Geldverlust? Wieso Geldverlust? Gerät, das Aufzugsschlüssel. Okay. Mr. Bosnan. Nächste Mission. Ippenheimer ist noch aktiv. Ich denke, ich werde vorher mal zu Ippenheimer fahren. Schnell. Wie ging das gleich? Ich würde erstmal gerne zu dem Hehler gehen. Ich habe jetzt eine Menge Zeug eingesammelt, dass ich verkaufen kann. Hallo, hallo. Du bist nicht von hier, oder? Nicht wirklich. Bist du ein Bulle? Nein, natürlich nicht. Haha, nein, das kann ich sehen. Hast du irgendwelchen Schrott zu verkaufen? Wie bitte Schrott? Ja, du weißt schon, Schmuck, schicke Uhren, Schrott. Wenn du etwas hast, bin ich vielleicht an einem Kauf interessiert. Du kaufst also alles. Nein, natürlich nicht. Das muss schon ein Marktwert haben. Ich habe das Spionagegerät stehen lassen. Tja, vielleicht hat es zu bekommen.
Ich habe diese schicke Halskette. Abgemacht. Super. Schön mit dem Geschäft jetzt. Daher kommen die ganzen. Ich habe vielleicht etwas zurückkaufen. Was hast du? Ein Hightech-Abhörgerät. Wenn ich es noch bräuchte, würde das sich wahrscheinlich wirklich sehr schön. Es hört also zu. Ja, es ist ein Abhörgerät. Ich verstehe, ich höre zu. Ich gebe dir 40 dafür. Abgemacht. Super. Schön mit dem Geschäft zu machen. Okay. Dann versuchen wir doch noch das Spionagegerät mal aus dem Haus zu holen. Wer weiß, wofür ich das Geld noch brauche. Dann kommt Ippenheim an und sagt, ich hätte gern 750 für X. Und dann fehlen mir 20 Credits. Das wäre ja furchtbar. So, also das heißt, wir gehen nochmal zum Portier. Guten Tag. Ah. Ich hab's vermasselt. Hab ich den Vierer aufgeschossen noch? Nee. Nee, egal. Dann verkaufe ich eben jetzt das Spionagegerät nicht. Wie viel Geld haben wir denn? 789. Den Schlüssel haben wir schon gebraucht. Träumen das. Das weiß ich noch nicht, was das ist. Na egal, wir fahren uns erstmal mit dem, bevor wir zum Bossmann gehen. Das scheint was sinnvoll zu sein. Schade. Da habe ich echt nicht dran gedacht, das war blöd. Achso, das ist ein separater Transport. Ippenheimer sollen wir umbringen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, dass das die feine Art ist. Und ich hätte ihn wirklich wenigstens vorher mal gesprochen. Ich würde gerne mit Mr. Ippenheimer sprechen, bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Es antwortet niemand. Nee. Aber wir verlieren wenigstens keine Zeit. Also okay, ich kann ja mit ihm hinfahren. Muss ich noch irgendwas machen? Ach, vielleicht muss ich erst mit dem Bossmann doch reden. Gut. Dann ist es so. Kann man den Tower 65 von hier aussehen? Das wäre ganz gut. Okay, das ist allerdings quer. Noch gar nicht waren, war mit Handelshaus im Osten. Da weiß ich gar nicht, was das macht. Da fahren wir vielleicht nochmal schnell hin an den Hafen. Genau, das für irgendwas dabei spielen. Das kann man alles kaufen oder verkaufen. Bitte halte deine Hand unter den Scanner, bis du den Piepton hörst. Danke. Ablehnen. Es tut mir leid.
Wenn du die Versetzung nicht durch das Tier kann ich dir nicht durch das. Gut, okay. Nein. Ich will noch nicht gehen. Ja, natürlich. Wir halten immer einen erstklassigen Stand für den Verkauf bereit. Aber wie viel eine Sonderfrage ist, was kaufen wir derzeit? Die Regierung hier in Leim hat den Freihändlern in diesem Sektor den Krieg erklärt. Freihändler, das ist nur ein anderer Name für Piraten. Sie sehen sich als freie Kaufleute und stehen über den Handelsgesetzen von Leim. Allerdings, dieses Raumfahrer, ach ja, das. Okay, ah, es gibt eine Blackbox und ich möchte handeln. Klar doch. Achso, hier kann ich noch verkaufen. Ja, jetzt möchte ich den. Okay, also das ist praktisch für die Piraten in der südlichen Zone unterleihen. Alter, wir machen jetzt eine Pause, okay, tut mir leid. Und da könnte ich jetzt faktisch kämpfen. Das mache ich aber nicht, weil ich hier keine Waffen habe. Also, ist nochmal ein weiterer Story-Strang, den ich jetzt nicht, also mit der in dem aktuellen Durchlauf überhaupt nicht spielen kann. Okay, jetzt machen wir mal noch Mr. Bossman fertig und dann schließen wir hier mal das Kapitel ab. Ich hoffe, dass wir dann genau an das rankommen, was wir wollen, dass ich das Spionagegerät nicht mitgenommen habe. Super. Super. Ich glaube, die letzte Konsequenz brauche ich nicht. Ich hoffe nicht, dass mir dann irgendwann 21 Cent fehlen für irgendwas. Musik. So, Mr. Bossman, was ist das? Hoi? Batteriefach. Es ist ein Anschluss für eine handelsübliche Energiezellenbatterie. Notiz, Warnung. Schließe keine externe Stromquelle an, während das System bereits mit Strom versorgt wird. Das könnte ein Stromstoßversuch und die Hauptsicherung durchbrennen lassen. Also wird es doch unser nächstes Ziel sein, nehme ich mal an. Aber ich habe keine Batterie. Gut. Willkommen. Don Alfonso Bossman. Ich hoffe, die Fahrt mit dem Aufzug war zu deiner Zufriedenheit. Bitte komm hier rüber, damit Mr. Bossman dich in Ruhe anschauen kann. Das ist genau das wie der Typ, der im Fort Leute gefressen hat. Boss, das ist Captain Thomas Wellmore. Er hat sich unserer Sache gegenüber als freundlich erwiesen. Oh, ein Freund. Gut, gut. Weißt du, wer ich bin? Ich nehme an, du bist Mr. Bossman. So nennen sie mich. Aber das ist nicht das, was ich bin. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht bist du... Ich bin der König. Ich bin der Motor, der diese Stadt am Laufen hält. Ohne mich wäre diese gottverlassene Absteige allenfalls ein Fischerdorf gewesen. Es tut mir leid, dass ich das Problem betone, aber wir sollten wirklich zur Sache kommen. Wir haben um 4 Uhr ein Treffen mit der Gruppe. Erinnerst du dich? Da hast du recht, Stripe. Also, was kann ich für dich tun? Mir wurde gesagt, du hättest Zugang zum Space Gate. Ich muss wirklich so schnell wie möglich zur Erde zurückkehren. Erde? Ja. Ich habe gehört, dass der Planet Erde in große Schwierigkeiten geraten ist. Ist es nicht so, Stripe? Ja, das ist korrekt. Die gesamte Unionsflotte ist in diesem Moment auf dem Weg zur Erde.
Richtig. Warum sollte jemand, der bei Verstand ist, dorthin gehen wollen? Ich habe meine ganze Familie dort. Ich muss zu ihnen zurückkehren. Ich verstehe. Das verstehe ich. Also, kannst du mir helfen? Hilfe ist ein teures Wort, mein Freund Sohn. Dein Typ, Rock, sagt, du könntest Rock. Er bezieht sich auf Roger Scammerson. Einer unserer Freunde hier bei Alien Square. Ich verstehe. Mr. Velmo, du musst verstehen, dass Gefälligkeiten wie alles andere im Leben auch ihren Preis haben. Aber ich dachte, ich hätte diesen Preis bereits bezahlt, indem ich Rock geholfen habe. Nun, deine Bemühungen haben dir ein Treffen mit mir eingebracht. Wenn weitere Gefallen gewünscht werden, müssen weitere Kosten gezahlt werden. Stripe, bitte kläre Mr. Velmo auf, was von ihm erwartet wird. Ja, richtig. Wir brauchen einen Kurier, verstehst du? Jemand, der in keiner Weise mit uns verbunden sein kann, wenn du weißt, was ich meine. Du willst also, dass ich dieser Kurier bin. Na, siehst du, Boss, ich habe dir doch gesagt, dass wir hier einen Heldenkopf haben. Du lieferst ein Paket an das P-System. Zurzeit findet dort die jährliche Ausstellung statt und die Hauptattraktion ist ihre neue Upper Space Prototypmaschine. Diese neue Maschine ist eine große Bedrohung für unsere Interessen im Space Gate. Sie behaupten, dass sie sowohl sauberer als auch billiger ist, Schiffe mit ihrer Technologie zu schicken. Aber in Wirklichkeit wird es diesem Quadranten nur politisch instabil machen. Wenn das an die Öffentlichkeit geht, wird das Geschäft darunter leiden. Und das Geschäft kann niemals leiden. Alles, was du tun musst, ist, ein Paket in der Nähe ihres Prototyps zu platzieren, es zu aktivieren und zu gehen. Das ist eigentlich gar nichts. Wie auch immer, Techley gibt dir hier alle Details, die über das Paket wissen musst. Denk daran. Wenn du das für uns tust, gewähren wir dir eine Reise in deinen Sektor durch das Space Gate. Bin ich jetzt? Ja, Techley. Bitte halte Mr. Velmo hier über das Paket auf dem Laufenden. Richtig. Wenn du hier rüber zum Tisch kommst, zeige ich dir das Paket. Hi. Hi. Also mal sehen. Hast du es schon mal mit Paketen gearbeitet? Ja klar, ich habe heute schon eins ausgeliefert. Oh toll, dann wird das kein Problem sein. Zuerst musst du das Paket in der Nähe des Upper Space Prototyps platzieren. Dann musst du nur noch diesen Auslöser drücken. Die Bombe wird dann explodieren und das Upper Space Gewebe um sie herum zerstören. Moment mal, das Paket ist eine Bombe? Ja natürlich. Was soll das sonst sein? Du machst wohl Witze? Nein, ich fürchte nicht. Ich schätze, ich kann das Paket nehmen und dann werden wir sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe. Glaubst du, dass du hier eine Wahl hast? Nun, technisch gesehen hat Mr. Velmo mehrere Möglichkeiten, aber nur eine davon würde ihn am Leben halten. Das habe ich mir gedacht. Du meinst, ich bin gezwungen, das zu tun. Gezwungen ist so ein hässlicher Ausdruck. Ich würde sagen, du bist überredet. Genau wie ich. Wer bist du? Seufzt. Ich bin eigentlich niemand. Ich habe früher für dieses großartige Forschungsunternehmen gearbeitet. Das heißt, bis Mr. Bossman es aufgekauft hat. Jetzt konzentriere ich mich vor allem auf Waffendesign und andere praktische Lösungen. Wie funktioniert die Bombe? Es handelt sich nicht um eine Bombe im eigentlichen Sinn. Es ist eine Art Disruptor. Bei der Detonation wird das gesamte Oberraumgefüge in einem ziemlich großen Bereich um ihn herum zerstört. Die Upper Space Maschine wird dann völlig nutzlos sein. Es ist eigentlich völlig ungefährlich, sich in der Nähe aufzuhalten, wenn sie losgeht. Es wird nichts in der Umgebung verletzen, aber das Upper Space Feld. Ich schätze, die Space Gate Corp mag keine Konkurrenz. Es geht um politische Stabilität, Tesla. Natürlich, Mr. Stripe. Könnte die Bombe auch nicht auch die Space Gate Technologie zerstören? Nein, nicht wirklich. Es ist eine Art Upper Space Disruptor. Das Space Gate faltet Lower Space. Ich schätze, dieselbe Technik könnte auch verwendet werden, um Lower Space zu zerstören, aber diese Bombe ist so kalibriert, dass sie nur Upper Space betrifft. Es ist also unmöglich, ihn für Lower Space neu zu kalibrieren. Vielleicht nicht, aber man müsste schon ein echter Experte für Lower Space Technologie sein, um. Bitte, Techli. Lass uns unseren Kurier nicht mit diesem Unsinn langweilen. Richtig. Dann gib mir die verdammte Bombe. Klar, du kannst es hier vom Tisch nehmen. Du brauchst dieses Ticket auch, um die Ausstellung zu betreten, in der die Maschine aufgestellt ist. Nur eine kleine Frage. Wie soll ich dieses Paket über die Handelsgrenze hinausbringen? Das wird kein Problem sein. Es ist mit dem Zoll abgeklärt worden. Oh, okay. Eine Sache noch, Mr. Velmo. Pass auf, dass du dich bei dieser Mission nicht verirrst. Wir können die Bombe durch ihr spezifisches Upper Space Resonanzfeld aufspüren. Also bleib auf deinem Weg und alles wird gut. Techley, ja?
Bitte begleite Captain Velmo nach unten in die Lobby. Natürlich. Wir gehen jetzt besser, Mr. Velmo. Da ist der Tresor. Da ist ein Tresor. Und hier kann ich das Licht ausmachen. Nur eine Sache noch, bevor wir gehen. Ja? Mir ist aufgefallen, dass du Vorbehalte gegen den Einsatz der Bombe zu haben scheinst, richtig? Ja, es fühlt sich ja an, als würde ich dazu gezwungen werden. Das kann ich gut verstehen. Du weißt schon, es könnte einen anderen Ausweg geben. Erzähl mir mehr. Captain, ich möchte, dass du weißt, ich gehe ein großes Risiko ein, wenn ich dir das anvertraue. Aber es ist eine zu gute Gelegenheit, um sie zu verpassen. Und du kommst mir vor wie ein rechtschaffener Mann. Ich arbeite tatsächlich für den Widerstand. Dein Widerstand? Wir sind eine kleine Gruppe, die gegen die Korruption hier auf Leiden arbeitet. Das Space Gate ist der Schlüssel. Es verschmutzt das Gefüge des Raumes und hat politisch nur den Reichen genutzt. Was ist die von dir erwähnte Gelegenheit? Wir haben sogar im Bosmans Büro darüber gesprochen. Ich denke, es wäre möglich, die Bombe so zu kalibrieren, dass sie den Lower Space statt den Upper Space betrifft. Mit dieser Bombe könntest du das Space Gate ein für alle Mal loswerden. Das würde uns beiden helfen, weißt du? Also, kannst du die Bombe neu kalibrieren? Nein, diesen Job braucht man einen Lower Space Experten. Wir bräuchten Professor Ebenheimer. Er ist der Chefarchitekt der nächsten Version des Space Gates. Das einzige Problem ist, dass Mr. Boston seinen Wert kennt und ihn derzeit an einem geheimen Ort festhält. Wenn du uns hilfst, ihn zu finden, können wir dir zumindest eine Option anbieten, was du mit der Bombe machen kannst. Würde ich durch die Neukalibrierung der Bombe nicht Ärger mit Mr. Boswell bekommen, hey, alles was sie wirklich wollen, ist die Entwicklung der Upper Space Maschine zu verzögern. Es ist ihnen egal, wie du es machst. Wenn du das schaffst, kannst du die Bombe auch gleich für uns aufheben. Hast du eine Idee, wie ich die Adresse von Ebenheimer finden kann? Nicht wirklich. Ich weiß, dass Mr. Boswell wichtige Dokumente in einem Safe in seinem Büro aufbewahrt. Aber der Mann geht nie, ich glaube, er schläft hinter diesem Schreibtisch. Es ist ja nicht so, dass du einfach das Licht ausmachen und dich reinschleichen könntest. Komm einfach zu mir, wenn du Informationen über Ebenheimer hast. Wenn ich Gelegenheit habe, hänge ich meist in der Hotellobby rum. Captain. Ja, Shuttle? Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir den Stand dieses Ebenheimers tatsächlich kennen. Ja, ich erinnere mich. So, jetzt haben wir die Bombe. Okay. So, jetzt kann ich mit ihm reden. Tischley. Hallo nochmal. Hast du etwas gefunden, das uns helfen könnte? Ich habe die Adresse von Ippenheimer. Ach ja? Wie kommst du an solche exklusiven Informationen heran? Ein Magier verrät nie seine Tricks. In der Tat tut er das nicht. Also kann ich sehen, was du gefunden hast. Klar, hier. Ich kann es nicht glauben, was? Diese Adresse befindet sich in der Mitte der Stadt. Versteckt vor Augen, schätze ich. Ja, ja, in der Tat. Lass uns gemeinsam dorthin gehen. Ich glaube, ich kann ihn überzeugen, uns zu helfen. Ich treffe dich in 30 Minuten bei Ebenheim, okay? Okay. Super, vergiss nicht, die Bombe mitzubringen. Was soll ich denn sonst hin tun? Kann ich das Gerät jetzt schon zerlegen? Wo bekomme ich eine Batterie her? Ich brauche eine Batterie. Glaube mich jetzt nicht. Ich brauche eine Batterie. Kann ich die ja bei dem Verkäufer vielleicht kaufen? Normalerweise läuft es so ab, dass man irgendwas zerlegt und dann gibt es eine Batterie. Hallöchen. Hallo, was darf es sein? Welche unsichtbaren Titel hast du jetzt zu verkaufen? Es tut mir leid, aber ich habe nichts anderes. Ja, ich möchte im Moment nichts kaufen. Wie komme ich an die Batterie ran? Was habe ich denn hier noch? Ich habe eine Bombe.
Ha. Okay, also ich kann die aber wieder kombinieren, oder? Gut, ich kann die. Gut, ich kann sie zerlegen. Aber ich kann sie auch wieder zusammenbauen, wenn ich eine eigene Energiezelle abnehme. Da können wir uns das erste Mal Mr. Boss nennen. Zumindest hören. Wenn wir schon mal hier sind. So. Wer weiß, ob ich nochmal die Gelegenheit dazu bekomme. So, nochmal open. So. Und setzen die Energiezelle. Halt, muss ich erst anschauen wieder. Das ist wie im Gefängnis. So, wenn die jetzt hier passt, war es dafür gedacht. Okay. Strife, was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Ich werde es mir ansehen. Ich bin gleich wieder hier. Oh ja, okay, aber eigentlich ja. So, es ist dunkel. Ich glaube, was muss man die Lichter ausgegangen. Ich nehme erstmal meine Batterie. So, ach so, okay, gut. Dann war das sogar so gedacht. So. Gucken wir doch mal. Das ist Mr. Boss, ne? Das wissen wir nicht. Aber das war das, was das mit der Art. Ich gucke uns das gleich an. Ich denke, das ist eine kleine Notiz. Rechts, rechts, links, rechts. So kommen wir dazu. Rechts, rechts, links, rechts. So, aber bevor wir dann zu Oppenheimer fahren, brechen wir hier ab. Das ist schon viel zu lang dabei. Die Mission hat wirklich Spaß gemacht. Deshalb fühlt sich ja weh. Es hat ein großes Rad und eine Art Hebel. So, da gucken wir nochmal. Das ist das Rad, da ist der Hebel. Links und rechts. Wir müssen drehen. Rechts, rechts, links und rechts und dann den Hebel mal bedienen. Mal sehen, ob das passt. Verstanden, es ist offen. Lass uns fühlen, was hier drin ist. Das ist ein bisschen seltsam, wenn man die Größe des Safes bedenkt. Es scheint nur ein kleines Buch und einen gefühlt geringen Geldbetrag zu teilen. Ich schnappe mir einfach alles. Als ich schon schwinde, besser bevor sie die Lichter reparieren. Und dann gehen wir wieder. So, also in dem das kleine Buch, mal sehen, was das ist. Das ist Bosniens privates Adressbuch. Es enthält die Adresse von Ebenheimer. Die Adresse von Ebenheimer hatten wir schon für den Kindern der Natur, aber das ist egal. Dann haben wir noch ein bisschen Geld mit dazu bekommen. Und ist ja auch nicht schlecht. Sind recht vermögend. So, Countdown bis zum Angriff. Das passt einfach. 80 Tage, da hat sich auch nichts getan. Wir sind also immer noch nur einen Tag hier auf Leim. Ja, natürlich. Ich werde alle Schlüssel zum Penthouse sofort deaktivieren. Meister die aus der Gestalt. Wunderbar. Schau mal. Gut, da kann ich alles weiter damit machen, aber jetzt kann ich mit ihm reden. Hallo nochmal. Hast du etwas gefunden, das uns helfen könnte? Ich habe die Adresse von Ebenheimer. Ach ja? Wie kommst du an solch exklusiven Informationen heran? Ein Magier verrät nie seine Tricks. In der Tat tut er das nicht. Also kann ich sehen, was du gefunden hast. Klar, hier. Ich kann es nicht glauben, was? Diese Adresse befindet sich hier in der Mitte der Stadt. Steckt voller Augen, schätze ich.
Ja, in der Tat, lass uns gemeinsam dorthin gehen. Ich glaube, ich kann dich überzeugen, uns zu helfen. Ich treffe dich in 30 Minuten bei ihm, okay? Okay. Super, vergiss nicht, die Bombe mitzubringen. Naja, die habe ich dabei. Das ist die Bombe, das ist das. Gondolis Schlüssel, das Gerät, die kleine Notiz, Ausstellungsticket, Aufzugsschlüssel. So. Gehen wir mal nach draußen. Legen wir schnell ein bisschen Leergut weg. Schauen wir mal, was wir bei den zwielichtigen Typen noch finden können. Sind wir mit einem Schlag ganz vermögend. Ich habe vielleicht etwas zu verkaufen. Was hast du? Gut, okay. Kann ich also nichts verkaufen gerade? Dann fahren wir mal zur Ebenheim. Da bin ich jetzt auch immer gespannt. Ich glaube, das war in der Folge 11 dieses Let's Plays, der wir bei den Kindern der Natur waren, die uns Ittenheimer als ein schreckliches Scheusal vorgestellt haben. Und wie schon sein Buddy Tackley scheint die Lage wie immer komplexer zu sein. Da bist du ja. Ich wollte gerade reingehen. Du hast die Bombe bei dir, richtig? Natürlich. Ich habe gerade gedacht, wie mutig du bist, das durchzuziehen, Captain. Ich versuche nur mein Bestes, mich in diesem moralischen Dschungel zurechtzufinden. Sind wir das nicht alle? Das ist also La Casa de Ittenheimer. Das ist doch ein schönes... La Casa... Das ist doch ein schöner Videotitel. Für diese Folge notiere ich mir schnell. La Casa de Ittenheimer. Ja, ist es. Das ist der Ort, an dem er angeblich arbeitet und lebt. Hey, sieh dir das an. Nee, aus kann man Turm 65 bei Aliens quer sehen. Du musst dich konzentrieren, Captain. Tut mir leid, ich werde so konzentriert sein wie ein medizinischer Laser. Zing. Entschuldigung. Zing. Das ist das Geräusch von etwas sehr konzentriert. Richtig. Lass mir das reden. Wenn wir drin sind, okay? Ich werde eine Fliege an der Wand sein. Wer ist da? Hallo Bob, ich bin es, Tim. Wer? Tim Techley. Techley? Ah, du meinst Tim Zweifuß aus Abteilung Z. Genau der. Oh je, was für eine angenehme Überraschung. Es ist schon so lange her, Was in der ganzen Schöpfung des Universums bringt dich hierher? Und wie hast du mich überhaupt gefunden? Das, mein Freund, ist eine komplizierte Geschichte. Eine Geschichte, die ich dir gern erzählen würde. Aber ich fürchte, ich bin nicht hier, um Kontakte zu knüpfen. Meine Gründe sind eher ernster Natur. Dürfen wir reinkommen? Ein Moment. Hallo da. Oh, hallo, alter Mann. Wer ist der blaue Anzug, den du bei dir hast, Tim? Das ist Captain Wellman von der Space Fleet. Ich kann keine Fremden riskieren, Tim. Mein Arbeitgeber will mich isolieren. Er ist harmlos. Er ist der Grund, warum sich dieses Risiko lohnen könnte. Hör mir zu, Bob. Ich kenne dich wie meine Westentasche und ich weiß, dass ihr das hören wollt. Also gut, du weißt, dass ich dir vertraute. Gib mir eine Sekunde, ich rufe dich an. Das ist ein bisschen komisch. I call you. Das sind manchmal so Übersetzungsphänomene, die nicht so ganz in Ordnung sind. Komm rein, komm rein. Tim Techley, du alter Ziegenhirte. Es wärmt mir das Herz, dich hier zu sehen. Ich kann nur dasselbe sagen, Bob. Ich wollte mir gerade einen Tee aufsetzen. Willst du etwas? Nein, danke. Okay, mal sehen, ob ich ein hartes Brot für dich zusammenratzen kann. Bitte, Bob, wir sollten zu dem Grund kommen, warum wir hier sind. Oh ja, natürlich. Das klingt also alles sehr wichtig. Bahnbrechend. Ich bin hierher gekommen, um über die Zukunft des Space Gate zu sprechen. Ich meine, mich zu erinnern, dass du Einwände dagegen hast, dass die Regierung die Union durch das Tor lässt. Einwände? Das ist geradezu kriminell. Das Tor wurde für den Frieden gebaut, um eine Brücke zwischen System und Menschen zu sichern. Es kommt mir immer noch wie gestern vor, als wir zum ersten Mal die Lower Space Barriere durchbrochen haben.
Wir glaubten wirklich, dass wir die Geburt einer neuen, blühenden Ära erleben. Du weißt schon, diese Arbeit, die ich hier mache, die Entwicklung des Spacegate Hyperspool-Triebwerks, das ist wirklich die nächste Stufe. Einige der ersten Tests zeigen ein erstaunliches Potenzial. Ich sage dir, Tim, das ist wirklich beängstigend. Das ist dumm. Du weißt, dass diese nächste Version den ganzen Sektor instabil machen wird. Ganz schweigen davon, was wir für eine umweltzerstörende Splitterbombe das sein wird. Hör einfach mit diesem Wahnsinn auf. Ich kann nicht. Zwingen sie dich? Es ist kompliziert, Tim. Sie können dich nicht zwingen, Bob. Du musst es nur sagen. Sag es den Behörden. Du weißt so gut wie ich, dass man Herrn Bossman nicht ohne eine selbstmörderische Armee im Rücken die Stirn bieten kann. Er kontrolliert alles auf diesem verdammten Planeten. Ich kann das Gelände nicht einmal verlassen, ohne dass seine Schläger mich holen. Vergiss es. Das alles wird ein Ende haben, wenn ich meinen Hyperspulmotor für Mr. Bossman fertiggestellt habe. Klingt, als wäre ich im richtigen Moment gekommen. Was sagst du? Tesla erklärt den Grund für ihren Besuch und wie die jüngsten Ereignisse neue Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet haben. Es dauerte nicht lange, bis Ippenheimer begriff, welchen Schaden dieses Gerät dem Spacegate zufügen konnte. Fasziniert von der Idee, begann er sofort mit der Arbeit an der Neukalibrierung der Bombe. So, erledigt. Jetzt schon? Ich arbeite schnell, wenn ich an das Produkt glaube. Das ist gut. Ich dachte nur, dass es, da es sich um eine Bombe handelt, würdest du es wohl nicht überstürzen wollen. Dieses Ding ist jetzt so sehr an das Lower Space Feld Space Gates angepasst, dass es unter keinen anderen Umständen hochgehen kann. Du bist ein Genie, mein alter Freund. Ich habe das Gefühl, dass ich endlich für die Guten arbeite. Was tust du? Jetzt müssen wir einen Weg finden, dieses Bündel an das Ziel zu bringen. Vielleicht der stille Typ hier drüben. Ich stimme zu, ich bin hier die offensichtliche Wahl. Dann ist es entschieden. Für einen hochdekorierten Captain der Space Fleet wie dich sollte das kein Problem sein. Ich bin nicht dekoriert. Die Bombe ist so eingestellt, dass sie bei Kontakt mit dem Lower Space Feld des Space Gates detoniert. Das bedeutet, dass sie automatisch explodiert, wenn es Tor durch den Sprung einleitet. Ich habe ein paar Bedenken, wenn ich in der Nähe bin, wenn das Ding hochgeht. Ich verstehe deine Bedenken. Ja, ich auch. Gut. Du solltest einen Weg finden, es mit einer der Packkapseln durch das Space Gate zu schicken. Tim, sicher kannst du mit unseren Verbindungen den Mann Zugang zu einem der Registrierungszentren verschaffen. Ja, vielleicht. Ich kann dir eine Sicherheitskarte oder der Stufe 2 ausdrucken, mit der du freien Zugang zur Gepäckausgabe hast, sobald du drin bist. Das könnte funktionieren. Was ist mit Wächtern und anderen Sicherheitskräften? Oh, diese Registrierungsstellen sind nicht schwer bewacht. Okay. Du bist ein mutiger Mann, Captain Nemo. Leim dank dir und wird dir ewig dankbar sein. Lass uns auf hellere Zeiten hoffen, Freunde. Schön gesagt. So, jetzt muss ich erstmal schnell gucken. Die Frau um das Ruptor-Bombe. Schlüsselkarte, Spacegate Eintrittspass. Okay, ich könnte also jetzt schon zum Spacegate. Okay. Töten können. Hätte ich den jetzt töten sollen? Was hat das mit dem Sirup auf sich? Sirup, da ist Sirup hergestellt.
Ach, Selek hier. Aus dem Paradies. Guten Tag. Bitte halte deine Hand oben den Scanner, bis du den Piepton hörst. Danke. Gut, das kann ich alles mitnehmen. Das bleibt alles da. Ich weiß noch nicht, wofür dieser Schlüssel ist. Danke, du darfst jetzt eintreten. Gut, ich habe jetzt das Sabotageobjekt und ich habe die Bombe. Das heißt, ich kann sowohl Upper Space wie Lower Space zerstören. Das ist ja das, was die Kinder der Natur sich wünschen. Zerlegen wir da erstmal das Gerät. Und jetzt müssen wir noch Pi. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Space Gate. Wir machen erst das Space Gate weg. An Tag 1 kam eine Kontaktanfrage. Captain. Die limianischen Verteidigungsstreitkräfte kontaktieren uns. Okay, mal sehen, was sie zu sagen haben. Kontaktiere Spacefleet-Schiff Copernicus. Auf Anweisung des limianischen Außenministeriums, du wirst derzeit von den interplanetarischen Verteidigungskräften verfolgt und überwacht. Der Standort deiner Operation befindet sich auf dem Planeten Pi. Von diesem Kurs abzuweichen, bevor die Mission abgeschlossen ist, wird als feindlicher Akt gegenüber der limianischen Nation betrachtet. Warum werde ich verfolgt und überwacht? Wie ich bereits klargestellt habe, du wirst derzeit aufgrund der sensiblen Natur der Mission verfolgt und überwacht. Wie? Was meinst du? Meinst du den Gefallen, den ich einem gewissen Mr. Bossman tun muss? Ich bin weder verpflichtet noch geneigt, solch sensible Informationen preiszugeben. Das ist unerhört. Ich möchte eine Beschwerde einreichen. An wen soll ich sie schicken? Das ist das limianische Büro für externe Angelegenheiten. Oh. Die Nichteinhaltung dieser Einschränkungen führt zu einem vollständigen Einreisebund für Leim und das Space Gate. Limianische interplanetarische Verteidigungsstreitkräfte out. Das klang fast wie eine Drohung. Einverstanden. Ich würde schätzen, dass es dir schwerfallen wird, kampflos nach Leim zurückzukehren, wenn du dich nicht daran hältst. Stopp im Weltraum. Und wir gehen mal zur Ausstellung.
So. Und an der Stelle brechen wir jetzt das Ganze ab. Wir sind jetzt bei 286 Tagen plus 80 minus 4. Also das heißt, 76 Tage haben wir noch, bis wir an der Erde sein müssen. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denn jetzt hier steht die Sabotage tatsächlich eines der Prototypen an. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also bis dahin. Ciao.